Willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Train Simulator. Wir sind in Freiberg in Sachsen auf der Freeware-Strecke mit einer Freeware V100 von den Holländern. Warum von den Holländern, zeige ich euch gleich, aber von den holländischen Fans veröffentlicht. Dazu das Reichsbahn-Repaint und hinten noch ein paar Reichsbahnwagen von Matthias aus Rostock. 038, ihr wisst schon. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wir werden heute mal eine kleine Runde damit fahren. Ein Zuschauer hat sich das gewünscht. Ich habe mir das auch gewünscht, weil das ist ungefähr so die Zugkombi, die mich angefixt hat früher. Als kleiner Junge, die bei mir immer vorbeifuhr. Und wir machen auch mal so eine kleine Nebenbahnaufgabe. Ich habe einfach mal was zusammengestellt. Dauert auch gar nicht lang. Ich habe bloß leider das Problem, dass ich bei den Wagen hier, ich weiß nicht, ob es an den Wagen liegt, an der Lok oder am Bahnhof, auf jeden Fall nirgendwo die Türen aufkriege, deshalb vermute ich, das liegt an den Wagen. So, wir machen mal Licht an. Oh, das war 1 zu 4. Gehen mal in die Lok rein. Trekkie habe ich an, das sieht auch ganz gut aus. Da drüben kommt ein Städte-Express. Rollt da rein. Okay. So, ich denke, wenn der durch ist, dann können wir eigentlich loslegen. Ich mach das nochmal. Kann ich das? Nee, das kann ich nicht bewegen. Schade. SIFA und PCB machen wir heute nicht, aber wir fahren auch wirklich nur kurz. So ein Viertelstündchen geht dieses Video. 20 Minuten. Wollen wir hier aus dem Bahnhof raus. Und was haben wir im Cap? Ja, das Ganze ist Freeware natürlich, die Lok. Schnellheit, deshalb die Holländer. Auch ein bisschen alles hier erneuert, so wie die Lok wahrscheinlich aktuell ist. Mit dem Sound bin ich nicht zufrieden. Klingt jetzt, aber bei Freeware gut, dann kann sich nicht jeder hinstellen und Sounds aufnehmen und das auch kriegen, die Sounds. Also vielleicht sollte man das nochmal modden oder ich hab's Mod schon übersehen. Zu schnell. Die Schnellheit-Anzeige hier, genauso wie hier der Taro KMH, zeigen alle beide was Verschiedenes an und das noch nicht mal richtig. Hier unten seht ihr die richtige Geschwindigkeit. Ja, das ist alles viel zu modern. Ich hätte die ganz gerne als Expertline-Reichsbahn-Variante. Liebe Virtual Railroads-Team, lieber Ulf, ich denke, das ist diese Lok wert, dass man die auch mal umsetzt. Mit Original-Sound. So, links ab geht's heute auf die Strecke nach Freiberg Ost. Da kriegen wir noch einen freundlichen Gruß hier. Ist das denn da eine Westfalen-Tankstelle im Osten? Das geht doch gar nicht. Eine BR 132. Kleine Nebenstreckenaufgabe heute. Ich habe den Zug ja immer an der Berker Bahn gesehen. Ich musste dann auch immer noch vorm Signal warten. Und dann richtig toll eine kleine Steigung anfahren. Das war soundtechnisch richtig cool. Und deshalb bin ich der Meinung, der Sound hier passt überhaupt nicht. So, wir dürfen 60 fahren. Kurzes Stück. Es ist 7 Uhr morgen im Frühling. 1986. Vorsignal sagt uns was anderes als 60. Ja, kommen wir in den Ostteil von Freiberg. Knochigen Bäume machen hier ganz tolle Schatten. So, Bremsen tut die auch ein bisschen bescheiden. Muss man ehrlich so sagen. Geht fast gar nicht. Kann sie mit Mühe 1 Bar auf die Leitung geben, 2 Bar. Und für 4 Bar Bremsdruck. 3 Bar komme ich gar nicht hin, 4 Bar Bremsdruck muss ich schon eine Vollbremsung machen. Ihr könnt das ja mal beobachten. Das ist ja gerade so bei 1 Bar. Und auch diese Anzeige stimmt nicht richtig.
Aber bei Freeware will man mal nicht unbedingt meckern. Das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Und das ist auch noch eine Version 1. So, hier hinten, die Türen gehen nicht auf, wie gesagt. Wir warten einfach ein bisschen, lassen die Leute zu und einsteigen. Ich denke, wir haben ganz gut gehalten. In Freiberg Ost. Warten eben noch ganz kurz. Wir müssen eigentlich nicht warten auf den Güterzug, aber wir fahren mal gegen den parallel so Ausfahrt. Ja, Mikrofon klingt auch ein bisschen anders. Vielleicht klingt es ja heute so, aber damals klang es anders. So, es geht nach Tuttendorf. Schön bergab. Ja, und wenn die Lok dann da so bescheiden bremst, ist das schwierig, die abzufangen. Bergab rollst du ja dann doch ganz gerne. Und mit 1 Bar, 2 Bar oder Vollbremsung ist das schwierig zu dosieren. So, da rollst du uns schon weg. Den Download-Link zu der Lok, den werde ich euch mal unten in die Beschreibung popeln, genauso wie zu dem Skin, zu dem Reichsbahn-Skin. Und ihr findet die dann im Strecken-Editor unter, ich glaube, Wilbur-Design. Ja, ich schaffe so halbwegs dann doch nicht zu schnell zu werden. Ich denke, als KI-Zug oder so, in der Kombination kann man die ganz gut fahren lassen. Dann nimmt man sich dann eine schöne Expert-Line, eine 243 oder eine 132, fährt mit der seine Runden und hat hier ganz gutes Rollmaterial für die Nebenstrecke. Ja, den Sitz hier nebenan, den kann man leider auch nicht sinnvoll verwenden. Also ich kann mal rüber wechseln. Ja, mit dem Trecker eher gerade nicht. Da ist einem dann der Stuhl und im Weg. Kann sich auch nicht so rumdrehen oder dann sieht man es nicht richtig. Der Stuhl ist einem dann im Weg. Man kann keine Instrumente ablesen. Deshalb kann man damit jetzt auch keine tollen Aufgaben bauen, wo man vor Kopf wechselt oder so. So, hier nochmal eine schöne Kurvenfahrt. Auch doof, das hier. Scheibenwischer. Kommt durchs Dach. Also was ich euch hier erzähle, alles Version 1.0. Vielleicht hat sich da ja schon was geändert. Und ich habe nur nicht den neuesten Download-Link gefunden. Da drüben ist eine doppelte P-Tafel. Auf die andere Seite, weil hier nach der Kurve direkt Tuttendorf kommt. Viel Kraft an der Haartafel. Ein bisschen warten, lassen wir die Leute ein bisschen einsteigen. Wir können uns mal in der Zeit die Lok anschauen von außen. Ich mache mal 8, freie Kamera. Ja, Beschriftung hier oben, Tafel ist doof, aber ich habe jetzt auch nicht alle durchgeschaut. Bei den Repaints sind ein paar dabei. Ich meine die Textur, ich kann Pixel sehen. Aber da kann das Freeware-Modell nichts, das ist der Repaint, denke ich mal. Hat halt nichts gekostet. Bin ich mal nicht so. Vielleicht einer der kommerziellen Anbieter. Vielleicht mag der sich den ja mal annehmen.
Ich fände das sehr begrüßenswert und ich denke, es wird auch eine breite Fanbasis geben. Ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, ob ihr die als kommerzielles Produkt so um die 20 Euro, 25 Euro als Expertline oder ein bisschen besser mit ordentlichem Sound kaufen würdet. Wenn noch hier diese entsprechenden Wagen dabei sind. Eigentlich suche ich da noch ein paar andere. Der Matthias hat ja auch die anderen fertig. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, wie die heißen hier mit diesen drei Achsen. Wenn ihr das wisst, schreibt das auch mal drunter. Das war das Mal, was in der Nebenbahn gefahren ist. Und dann dazu dieser Gepäckwagen. So, scheinen alle zufrieden zu sein. Keiner will mehr einsteigen. Fahrradausgabe. Das heißt, wir lösen mal die Bremsen. Ja, das Mikrofon muss auch ein anderes sein. Ein bisschen schneller dürfen wir wohl. Caterpillar, das ist auch hier was Nachgerüstetes von den Holländern. Mann. So, es geht weiter bergab. Sächsische Kühe. Ja, mal schauen, ob wir noch eine schöne Vorbeifahrt kriegen. Tafel. Ja, dank TGR kann man sich ein bisschen hier raus, hier ein bisschen zur Seite lehnen, sonst ist die Sicht hier bei dem eingestellten Standardpunkt ein bisschen bescheiden. So, Halsbrücke, Endstation. Die Kiste rollt mir schon wieder weg. Kein Grün an den Bäumen dran im Frühling. Es kommt so langsam. Die ersten Knospen. So, die sollten wir mal 40 haben eigentlich. Fahrt in Halsbrücke. Die Kollegen warten schon auf Ausfahrt. Und da düsen sie direkt los. Obwohl wir viel zu weit hinten stehen, aber egal. Ja, die Leute können jetzt aussteigen. Das ist Endstation. Kopf kann ich leider hier nicht machen mit der Lok. Nicht, weil ich so beschissen stehe, sondern, wie gesagt, der Führerstand hier drinnen ist nicht zu gebrauchen. Kannst ja mal versuchen, Track AR auszumachen. Genau, einmal wechseln. So, wenn ich jetzt in die andere Richtung fahre, das ist das, was ich meine. Ja, das Springen, das macht das Track AR, aber kannst du nicht benutzen. Zur Not hätte man ja hier so die Sicht lassen können für die Maus. Kann man nicht. Anderen Führerstand springen geht natürlich auch nicht. Schade. Chance vertan. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, schönes KI-Modell.
Da werde ich die vielleicht ein, zwei Mal einbauen, ein bisschen fahren lassen. Ich meine, es kostet nichts. Repaints gibt es auch. Für die entsprechende Reichsbahn, ich wollte sie immer haben. Die Hoffnung, dass sie irgendwann als kommerzielles gibt, stirbt bekanntlich zuletzt. Schreibt eure Meinung drunter, ob ihr die kaufen würdet als kommerzielles, ordentliches Produkt. Nicht in dieser Ausführung, sondern als ordentliches, schönes Ding. Bis dahin und zur nächsten Folge Witz vom Helden.